Ei, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dirt 4. Wir machen heute weiter zum Start in die neue Woche und damit herzlich willkommen an diesem Montag. 14 Uhr ist es mittlerweile. Also wir können also wieder reingehen in Dirt 4. Ich habe meinen Kaffee. Das heißt, wir können gleich auf jeden Fall ohne Probleme hier loslegen. So, geht sofort hier los. So. Wir scheinen starten zu können. Keine Verzögerung. Das ist sehr schön. Wir müssen es heute auf jeden Fall nochmal steigern. Geht so gut durch die erste Landung wieder im Schnee. Ich bin froh, wenn wir heute durch sind mit Schweden. Ah, wenn wir es heute verkacken, dann machen wir es mal. Aber die nächsten Tage auch noch weg. Rechts 4. In links 4 und durch Senke. Achtung, rechts 3 durch Senke. Links 4 in rechts 2. Lang über Rund. Links 3 durch Senke. Kuppe. Rechts 3 durch Senke. Links 3 durch Senke. Kuppe. Rechts 3 durch Senke. Kuppe. Links 2 lang über Rund. Rechts 4. Links 3. Durch Senke. Links halten. Über Kurve. Sprung. In rechts 4. Durch Senke. In links 4. Rechts 6. In links 5. Über Welle. In rechts 6. Durch Senke. Achtung. Links 4. Über Kurve. Rechts 3. Durch Senke. Mach zu. 2. Kurve. So, die sagen, wir sollen ein bisschen was nachlegen. Wir haben alles noch in der eigenen Hand. Dann alles ist noch so weit im grünen Rahmen. Mittlerweile haben wir auch relativ guten kleinen Vorsprung rausgekommen mit 12 Sekunden. Also wir sind Erster. Aber wir bräuchten hier mal eine kleine Grundlage, um im zweiten Rennen nachher noch den das Ding hier klar zu machen, die 25 Punkte hier. Also Anschluss über Dirt 4 kommt übrigens mit Dirt 2.0, der Nachfolger quasi, auf meinem Kanal. So, wir sind gleich durch hier. Rechts 4. In offene Kehre links. In rechts 5. In links 6. Lang 60. Kuppe 60. Mittig halten. Über Brustsprung 80. Links 6. Kuppe 80. Senke. Rechts 6. Links 6. Oh, 60. Der hat's aber 60. Schön ausgehoben. Achtung, in links.
links halten, über Kuppen. Rechts 5, dann senken. Links 5. Rechts 6. Links 6. Keine Abkürzung hier. 80, Kuppen. Rechts 6. Rechts 4, Kuppen. Links 3, dann überwenden. Bis Ziel. Okay, fahr zum Marschall. So. Perfekt. Super Ergebnis. Gut gemacht. Gut, dann gehen wir jetzt rein in den letzten Teil für heute. Der ist nämlich mal 1,5 Kilometer kürzer. Ach, Kaffee. Kaffee mal gut. So, letzter Teil findet übrigens im Schnee statt hier. So, letzter Schwedenteil. Das Auto sieht etwas mitgenommen aus, aber mechanisch ist alles in Ordnung. Naja, der hat sich ja gut weggehauen. So, 2 Minuten 48 haben wir als Vorgabezeit. Ja, das sollte man eigentlich ohne Probleme backen. 4, 3, 2, 1, los. In links 5, überwinden. In rechts 6, durch Senke. Links 4, in rechts 1. In rechts 5. In links 6. 60, rechts 6, 80, überwenden, links 5, lang, links halten, über Kuppe, rechts 6, überwenden, 150, mittig halten, über großen Sprung, 60, Kuppe, 80. Rechts 4, über Kuppe. So, links, das ist für den Sprung. Haben wir schon mal verloren am Ende, aber auch nur minimal. Also wir haben, wie gesagt, noch alles möglich. Wir müssen jetzt so ein bisschen uns nochmal strecken, damit wir hier nochmal eine gute Aufgabe, eine gute Ausgangsposition für den nächsten Teil sehen. Wir haben ein bisschen aufgeholt, aber liegen immer noch hinten. Links 5, lang, Kuppe. In rechts halten, über Kuppe. 150, mittig. Aber jetzt haben wir einen kleinen Vorsprung. 60. Kuppe 60. Links 6. Kuppe 80, Senke. Rechts 6. Links 6. Links 3, durch Senke. Links halten, über Kuppe. Sprung. In rechts 4. Senke. In links 4. Rechts 4. Über Kuppe. Links 2. Macht auf. Durch Senke. Kuppe senke. Rechts 4. Über Kuppe. Links 3. Durch Senke. Kuppe. Rechts 3. Durch Senke. Kuppe. Links 2. Lang. Überwellen. Rechts 4. Rechts 6. 80. Über Kuppe.
Position. Links 5, dann links halten, über Kuppe. Rechts 6, über Wellen, 200, bis Ziel. Okay. Ach, Gott sei Dank, wir haben's. Gott sei Dank, liebe Leute, wir haben es geschafft. Schweden ist passé. Geschichte. Das ist sehr gut gelaufen. Tolle Wertungsprüfung. Gut gemacht. Gut, und mit Wales beschaffen wir uns, beschäftigen wir uns dann ab morgen. Bis dahin, oder wiedersehen. Tschüss bei Let's Play 4.